Hallo Leute, ja, ich bin wieder zurück in der Hütte gewesen, habe geschlafen, habe die Klamotten verteilt und ich habe zwischenzeitlich auch recherchiert, was ich mit der Dingens, dem Geweih da machen muss von Eiktürk. Und ja, ist natürlich klar, ne? Da muss man natürlich das da an den Haken hängen und nicht da den Stein einfach angucken, ne? Ich sag mal, wir gehen da hin und ihr guckt das Intro, während ich gleich oben bin. Hoffe, ihr seid aber wahrscheinlich schneller da. Ja, ganz kurz, ne? Dann seid ihr da. Gut, wir können natürlich hier nochmal was lesen, an dem Stein auch. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz, er zerschmettert alles, Berg, Baum und Kind. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz, seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Ein Stabreim ist das, ne? Und jetzt müssen wir mal gerade weggehen. Und dann sehen wir hier, können wir jetzt das opfern und dann geht's rund. Deine Fertigkeiten zu sprinten und zu springen sind verbessert. Sprung, Ausdauerverbrauch minus 60%, Sprinten, Ausdauerverbrauch minus 60% und ich kann eine Kraft aktivieren. Wächter geopfert. Und Hagen ist hier. Dann hören wir uns doch erstmal ihn hier an. Dir wurde die Kraft von Eiktürk gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im dunklen Wald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg dir dort befindlichen verlorene Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Aha, das ist mein nächster Gegner wahrscheinlich. Und hier können wir jetzt E drücken und dann noch die Kraft aktivieren. Okay, jetzt habe ich da unten links Eiktürk stehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das aktiviere. Jo. Bereit steht er, ne? Ich weiß nicht, wie man es aktiviert. Wissen wir bestimmt in der nächsten Folge, weil ich es dann recherchiert habe. Gut, oder ihr schreibt es mir in den Kommentaren, das wäre natürlich auch ganz cool. So, jetzt müssen wir in Richtung Düsterwald gehen, der dann hier. Oh. Oh. Zu spät. Weg. Oder? Weit, weit weg. Okay, geschlafen. Ist das ein Wildschwein? Nein. War da eins? Da, ist das ein Wildschwein? Ne, war nur ein Baumstumpf. Okay, aber der möchte noch eine Mütze haben. War noch wer hier? Ne, ist ein Baumstamm, ne? Ja. Okay, dann nicht. So, Düsterwald war da hinten. Irgendwo ist noch einer da. Okay, auch erledigt. Noch jemand da? Ist das da hinten ein Wildschwein? Da, da ist da. Ne, ist ein Stein, ne? Ich glaube, der Düsterwald ist hier lang. Hier so lang. Da sind diese Tannen, glaube ich, ne? Da hinten ist er. Kriege ich den? Ja, kriege ich. Da ist noch eine Lichtung, ne? Das ist schon der Düsterwald dahinter? Ja, da sind die Fichten. Seht ihr das? So, aber da sind auch Gegner bestimmt. Was ist das da oben? Sieht so komisch aus. Das Eisen, Kupfer. Ne, ist ein Baumstamm von ein, das Ende vom Baumstamm ist das.
Sieht so ein bisschen komisch hier aus. Als ob hier oben eine Ebene ist, wo welche drauf sind, ne? Schwer zu sehen, ne? Ich habe so ein bisschen Bammel, dass da gleich so richtige Gegner sind und ich wieder voll reinrenne, ne? Auch ein Baumstamm. Da ist mir schon wieder zu viel Licht. Ist auch so eine Ebene und da sind schon wieder so Steine im Quadrat, ne? Und da läuft ein Hirsch weg, okay. Aber der ist weg, den kriege ich nicht mehr, ne? Vielleicht will ich den auch besser gerade gar nicht haben, ne? Tja. Der ist weg. Oh, ein Skelett. Oh, noch ein Skelett. Ja, ich wollte jetzt nicht Holz fällen. Ich hoffe, das waren nur zwei. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Knochen gefunden, ne? Aber die waren ja jetzt leicht, oder? Kommen da noch mehr, oder? Was ist das hier? Distel. Ist das hier irgendwie ein Eingang hier? Nee, ne? Nee, ist kein Eingang. Jetzt habe ich Disteln. Wie geht das jetzt hier weiter? Vielleicht sollte ich mal versuchen, so einen Baum zu fällen, ne? Weil die sind ja auch besonders, oder? Kiefern hatte ich doch noch nicht, oder? Kann ich die fällen, ja, ne, oder? Da habe ich jetzt einen Kiefernzapfen. Ist das anderes Holz wie das Holz oder ist es das gleiche? Nee, neues Bauprojekt. Ich glaube, wir müssen hier weg, dann sind zu viele. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich noch habe.
Aha, Glück gehabt, ey. Puh. Das war ein Stein. Liegt hier noch was? Ich sehe gerade nichts. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Glitzert hier noch was von den anderen? Da links. Hier war es. Aber ich glaube, wir sind jetzt ziemlich erstmal angeschlagen. Ich glaube, wir werden uns jetzt auf dem Heimweg machen. Aber das ist nicht der Heimweg, der geht da lang wohl, oder? Weißt du was? Nein, da ist nicht nach Hause. Da ist nach Hause, glaube ich. Vielleicht sollte ich auch erst was essen. Wäre sicherer. Erdbeere. Pilz ist auch nicht so lange da. Gut. Und jetzt geht's erst weiter. Wow. Okay. Da ist ein Reh. Oh, Alter. Jetzt bist du dran, ne? So, bitte einmal. Hab ich's? Ja. Und das ist viel wichtiger hier, das Fell. War da nicht gerade auch noch eine Bewegung? Nee, wohl nicht. So, auf zu unserem Bett. Und die neuen. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gehört, oder? Oder war es ein Wildschwein? Irgendwo war er doch. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Wildschwein. Oder? Ne, ist wieder ein Baumstumpf. Okay, wir sind aus dem Wald raus, haben auf jeden Fall neue Sachen mitgebracht, Rezepte bei dem Holz. Das gucken wir uns jetzt erstmal in Ruhe an. Ist keiner gefolgt, oder? Nee. Das heißt, der Hammer ist da noch nicht dran. Den haben wir jetzt aber hier. Und jetzt gucken wir uns den Hammer an, machen einen Rechtsklick. Und dann haben wir was hier? Scharfe Pfähle. Ich glaube, die waren vorher nicht da. Floß war schon da. Das war da dran. Herstellung. Hat sich aber auch nichts geändert. Bauen. Da muss ich dann was geändert haben. Hier diese Rundholzbalken und sowas vielleicht. Kernholz. Ja, da können wir jetzt größer bauen mit wohl, ne? Holztor, okay. Und Möbel. Kernholz. Holzbank. Okay. Nee, nicht so. Was ist das mit der Holzbank? Ein Dekostück oder was? Okay, dann ist es nur ein Dekostück. Gut, haben wir es erst. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal auf die Werkbank, ob sich da was geändert hat. Holzpfeil, Keulehammer, Geweih, ne, da sieht es jetzt nicht so aus, als ob das mehr geworden ist. Wir können hier auf jeden Fall was reparieren. Keulehammer, Hacke, Geweihspitzer. Wir haben auf jeden Fall Dingens gekriegt, sag schon, zum Aufwerten. Hier solche Teile, aber da sind zwei jetzt mehr, da müssen wir mal gucken. Federn haben wir tatsächlich auch. Kiefernzapfen, okay. Ja, das müssen wir alles wegräumen, aber das machen wir ja alles offline. Ihr könnt ja soweit erstmal hier bleiben. Hier ist noch eine Maske.
Keine Ahnung, wofür die gut ist. Skelett-Trophäe, okay. Na ja, dann gucken wir da weiter. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.